Hilft vielleicht der Drache? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ah nein, er ist geflohen! Wo verloren haben. Scheiße! Was? Da war doch was. Nee. Au. Ah. Oh. Aua. Hier ist hier gut da drin? Oh, sind die Treppe runtergefallen. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey. Das wollte ich probieren. Der Drache der Unsichtbarkeit. Ob ich mich mit dem Drachen unsichtbar machen kann, das wollte ich probieren. Jetzt haben wir ihn wieder gefunden. Juhu. Ich glaube nicht, dass er mit rauskommt. Ich glaube, wir verlieren ihn wieder. Ich wollte nämlich eigentlich... Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Siehst du, wir verlieren ihn immer wieder. Wir können ihn nicht außerhalb mitnehmen. Hm. Das Ei zum Beispiel. Ich rühre grundsätzlich. Wissen wir, danke. Und Frage ist, wo ist dieser verdammte Briefkasten? Warte, können wir dem vielleicht die Dings geben? Ich habe hier ein Rezept von meinem Arzt. Er hat mir leckere Superdrohren mit coolen Nebenwirkungen verschrieben. Darf ich mal tasten? Natürlich dürfen Sie. Das ist kein Rezept. Es ist nicht in Blindenschrift geschrieben. Wie soll ich denn so wissen, welches überteuerte Markenplacebo ich Ihnen unterjubeln soll? Ja, mit dem Spaten in die Moment. Wie können wir denn das schön... Das habe ich mir bereits geangelt. Ich kann ihn immer noch beerdigen, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Aber das dauert noch. Wie können wir denn dann neue, schöne Löcher reinmachen? Wir haben ihn noch, also ein muss es ja irgendwas... Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den... Wenn du nicht... Mecker, mecker. Muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Wenn wir ihn immer noch benutzen können, immer noch haben. Hier, kannst du vielleicht auch was damit anfangen? Könntest du was für mich besorgen? Im Augenblick nicht. Nein. Ich habe alle. Nee, er muss warten. Also bleib mal wieder die Gabe. Na, hör. Ich muss die mal. Das ist eine Ich hab schon Fauler. Da mit dem Spaten einmal hast voll ins Gesicht. Was treibst du da draus? Du sollst. Bin ja dabei. Aber dazu muss ich diese Hör. Sei nicht so laufen. Können wir vielleicht das Eis damit schaufeln? Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink... Kann ich den Ofen vielleicht damit anheizen? Wir haben doch noch gar nichts mit dem Ofen gemacht. So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden. Dem können wir dieses verdammte Papier in die Hand drücken. Wait. Können wir das vielleicht aufmachen? Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Können wir die Drogen da reintun? Diese Idee ist ein echter Rohr. Die Erde. Die
Na super. Jetzt aber gebracht hat, ich lasse es wohl liegen. Und behalte das für den Fall der Fälle. Was ist das eigentlich? Hi! Hi! Ach, guck mal da! Hey du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Nee, aber du vielleicht. Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Ja! Natürlich. Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Können wir jetzt den Drachen vielleicht mitnehmen? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, hier. Warte. Jetzt verlieren wir ihn wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich muss ich ihn hier drin benutzen. Richtig? Nein! Jetzt geht das wahrscheinlich wieder nicht gut. Ja, aber ich glaube, ich muss das erst da vorne benutzen. Oder hier drin. Ich muss über irgendwas. Ja, ich lasse den Drachen immer fallen, wenn ich ihn benutzen will. Das war ja der goldene Drache. Soll ich ihn vielleicht dort fallen lassen, wo ich hin will? Also. Da, wo ich gerade dem Typen begegnet bin. Eventuell. Ist jetzt nur eine Idee. Och, halt's Maul. Ja, das war falsch. Hi. Ja, ich zwing dir wieder ein Gespräch auf. Schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du ver... Bin ich ja. Ich bin ein... Du hast halt deinen... Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Muss ihn wahrscheinlich da drauf verlieren, richtig? Ich kann ja nur im Inventar draufklicken. Du schon wieder? Ich hab... Bin ich ja. Ich bin an... Du hast halt deine... Ach, jetzt hältst du mal die Schnauze? Sehr schön. Ich will hier... Und im Shop schon benutzen. Dafür brauche ich... Na, ja, nicht den Lottomat. Dafür brauche ich... Brauch und... Ich möchte mich benutzen. Hallo. Ah. Es funktioniert. Ja. Ich bin unsichtbar. Ja, raus mit uns. Rufus, leg los. Aua. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Er zieht ihn jedes Mal wieder aus, wenn wir den Laden verlassen. Vielleicht kann ich irgendwas im Shop mitnehmen, sobald ich unsichtbar bin.
Ich muss über hier. Was klang falsch? Au! Verdammt! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Au! Das ist gar Autsch! Man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Natürlich. Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Ach so, ich will mich benutzen. Das klang falsch. Au! Verdammt! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände... Au! Das ist gar... Also das will er nicht schreddern. Au! Das ist gar... Das will er auch nicht schreddern. Au! Das ist gar nicht so einfach, wenn... Das will er auch nicht schreddern. Au! Das ist gar... Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Aber irgendwas müssen wir doch machen können. Ich wollte gerade sagen, können wir die Brille vielleicht mitnehmen? Und wenn wir jetzt gehen, haben wir sie dann im Inventar? Tisch gezogen. Jo, wir haben die rechte Fassung. Können wir das vielleicht auf das Schnauze da drüber legen? Über das Periskop? Damit er uns nicht mehr sehen kann? Ach nee, wenn jemand zuguckt. Ah, wir haben rechts und wir haben links. Welche Seite guckt denn uns an nochmal? Wir müssen das nochmal eben nachgucken. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Links. Okay, also brauchen wir links. Hi. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen. Was ist das? Sonnenbrillenglas. Jetzt funktioniert's aber. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen. Die Idee ist aber da. Jetzt aber. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Mal gucken, was es da drin gibt. Tür zum Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgespielt. Da drin ist ein tanzende Vieh. Wink, bitte kommen. Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink, melden Sie sich. Moment mal. Das ist Cletus. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Natürlich. Wink, so antworten Sie doch. Ja. Hier spricht Cletus. Ja. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten... Er ist ja nur hin und her gependelt. Klar überlebt er das. An. Bei meinen Imitationskünsten wird doch kein... Ihm wird höchstens schlecht. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Ja. Warum reden Sie denn so komisch? Nase verstopft. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Ja, wir kommen zur Sache. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Ja, wir wissen, wo sie ist. Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material?
Wo sind sie eigentlich? Warum wollen sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Ja, bitte. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Okay. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Wo sind die Aufstiegscodes? Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Okay. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Wir sind so motiviert. Wir könnten Bäume mit geschlossenen Augen angucken. Muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Hier auf der Datasette sind die Codes, aber welche Datasette? Wo befindet die sich? Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Ich... Verdammt! Was mache ich denn jetzt? Die Dias mitnehmen. Wenn die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Morgen können wir noch ziemlich strecken, so wie wir weiterkommen. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, Glück im Unglück. Hallo? Ich hatte doch gerade, da waren doch gerade Dias. Mist, er geht nicht mehr ran. Ja, also nächste Woche, genau. Ach, wir haben schon Dias, okay. Was befindet sich hinter diesem Vorhang? Moment. Wollen wir das wirklich wissen? Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Verflucht, dieser Welpe ist niedlich. Ja, also nächste Woche. So wie wir weiterkommen, ja. So, natürlich diese Brille. Ich kann die Brille nicht wieder mitnehmen. So, können wir Goal vielleicht mit diesen, Schnauze. Dias überreden. Eine der Goals zumindest. Hey, Goal, guck mal. Wir müssen uns beeilen. Er sagt mal was anderes. Das Rostrote Meer zu entvölkern. Wenn das dich mit einschließt, dann trinke ich auf ihn. Ja, du bist dann auch weg. Irgendeine Goal müssen wir doch überreden können. Jetzt kommt der Windows-Code wieder. Was zum... Oh. Windows-Code vor allem. Windows-Ton. Nein, dich wollte ich nicht. Ich wollte die. Wir müssen uns beeilen. Der Organon plant, das Rostrote Meer zu entvölkern. Sie sollen ruhig kommen. Ich werde ihnen die mechanischen Bärte verknoten. Das wird sie daran erinnern, sich nie mit mir anzulegen. Das möchte ich sehen, diese Bartkunst. Das ist so witzig. Ich war wieder mal kurz weg. Ja, du bist eingenickt. Nicht wirklich. Wie schön. Wir müssen uns beeilen. Der Organon plant, das Rostrote Meer zu entvölkern. Oh je,
Dann müssen wir mehr denn je diese Rebellen finden. Janosch hat bestimmt einen Plan. Kannst du was mit dem Papier anfangen? Ich erzähle dir später von meinem ersten... Nein. Können wir die vielleicht als Noten benutzen? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich muss arbeiten! Ein dreifaches... Hi ho! Hi ho! Wir sind vergnügt und froh! Da 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 da! Hi ho! Hi ho! Hi ho! Ja, jetzt passiert das, was immer passiert beim Singen. Ich fange an zu weinen. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich muss arbeiten! Gut, dann probieren wir es beim Italiener.